Ja, gerade ist die Heute-Sendung zu Ende gegangen. Dann wollen wir hier doch mal wieder eine echte Heute-Sendung und eine echte Tagesschau sozusagen kurz machen. Eine realistische Tagesschau und sozusagen, ja, vielleicht, was auch vorab schon mal wichtig ist, also dass, wenn man sich klar macht, im Moment tobt der Streit zwischen zwei großen Thinktanks. Die Atlas-Initiative mit Horst Lüning, Max Otte, wahrscheinlich gehört er auch dazu, der gehört ja auch zur Werteunion und vielen anderen mehr als Thinktank, der uns die freie soziale Marktwirtschaft sozusagen nahebringen will. Und die nextscientistsforfuture.de, die uns also sozusagen den teuflischen, raubmörderischen, freien Markt und den brutalen Kapitalismus vom Halse schaffen wollen. Und zwar nicht uns, das wollen ja eigentlich nur Linksradikale, sondern die wollen das auch den Milliardärskönigen vom Halse schaffen. Das heißt, sie sagen, die Beweisführung, die ich gleich nachher auch dann machen werde, ist, dass sozusagen die Milliardärskönige auch zu den Schwerstgeschädigten der freien sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus gehören. Ja, so, dann fange ich mal an damit, ja. Also, als erstes, wir kommen natürlich immer wieder zu Corona und zu allen Punkten zurück, aber wir springen wie heute die Heute-Sendung auch mal ein bisschen thematisch hin und her. Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie. Und er spricht vom Souverän, ja. Ja, und das ist die Aussage wieder die beiden Thinktanks, denn die Next Scientists for Future sagen, zum Souverän wird der Mensch erst durch die Wohlfühlstimme. Ja, das heißt also hier, Weltrat der Weisen ist klar, gell? Hier haben wir es irgendwo, ja, Bhutans Bruttonationalglück, dann die Wohlfühlstimme. Das heißt, dass alle Verdienste muss man sich in Zukunft verdienen, indem man den Menschen dient und deren Wohlfühlnote verbessert und deren Gesundheitsdaten verbessert. Wenn man den Menschen nicht gedient hat, sondern ihnen geschadet hat, verdient man nichts mehr. Dann hat man auch nichts verdient, oder? Ja, und das ist die entscheidende, das ist der Grundgedanke einer zentralen Wende, also vom teuflischen freien sozialen Marktwirtschaft der Atlas-Initiative und das Dr. Markus Krall und so weiter und Horst Lüning da liegt die Zukunft, ja. Man kann sagen, einen Souverän gibt es natürlich für die freie soziale Marktwirtschaft nicht, denn da sozusagen, ja, was ist da der Souverän? Na, dann setzt sich jeder Betrüger durch, denn die Vertragsfreiheit wird da ganz besonders betont. Das würde also bedeuten, dass wieder jeder Betrüger die alten Leute über den Tisch ziehen kann und dass dagegen keine Schutzgesetze existieren, sondern eben alle wieder Opfer werden. Wenn sie einmal was unterschrieben haben, sind sie dann halt kaputt, die älteren Herrschaften. Ne? So, ja, bisher bei Felber ist es alles bisher überall Greenwashing und Socialwashing. Er hat also auch so wie die Fridays for Future ja auch kräftig Lippenbekenntnisse eingesammelt haben, nämlich die Lippenbekenntnisse so, wie hießen die Lippenbekenntnisse? Klimanotstand, Konstanz und, ja. Klimanotstand, schönes Lippenbekenntnis, interessiert aber doch niemanden. Das sind halt Lippenbekenntnisse und genauso ist das, was
die Leute, die alle bis jetzt Felbers Gemeinwohlökonomie so irgendwo vorgestellt haben und überall zum Thema gemacht haben, die wollen jetzt halt auch wie Klimanotstand jetzt ihr Social Washing und Greenwashing betreiben und eben mal so tun, als ob sie gemeinwohlorientiert wären. Wobei sie sicherlich diese Leute alle irgendwo ahnen, dass man natürlich diese Gemeinwohlökonomie von Christian Felber nicht ernsthaft umsetzen darf, genauso wie man die gesamte Wirtschaft ruinierenden Konzepte von Greta Thunberg und Fridays for Future und den Scientists for Future 1, den ersten, nicht den nächsten, sondern den ersten, natürlich nicht umsetzen kann, 1:1, weil die von volkswirtschaftlichen maximalem Unverstand getragen sind, sozusagen, und Deutschland, Europa sozusagen total wirtschaftlich ruinieren würden. Ne? Das haben wir jetzt ja gerade schon gemacht mit der Corona-Krise. So, das heißt also, Worte statt Taten. Also all das Gerede über Gemeinwohlökonomie und Klimanotstände ist nettes Worte statt Taten. Also alles nur, ja, nur Greenwashing und Socialwashing und Klimawashing. So, dann nächster Punkt. Die große Gefahr von rechts ist nicht die AfD, sondern die Atlas-Initiative und Dr. Markus Krall, Horst Lüning und die anderen und so weiter als sozusagen als letztendlich als Think Tank. Denn das offensichtlich fallen auf diese Ideologie eines neuen Gesellschaftsaufbaus, einer bürgerlichen Revolution, viel mehr Leute rein als auf die AfD. Ne? Das ist also da ist wahrscheinlich sozusagen da eine größere Zahl. Jetzt wieder mal kurz zwischendurch zurück auf Corona. Dr. Köhnlein, ja, hat nochmal gesagt, er sagt praktisch, und das sagt eigentlich alles, es handelt sich um eine Testepidemie. Und also das heißt, weil so viel getestet wurde, haben wir überhaupt das Problem. Und er spricht auch noch den zweiten Punkt an, die Überbehandlung. Testepidemie, Überbehandlung, man könnte noch ergänzen, ran auf die von Keimen verseuchten Praxen und Krankenhäuser, Killerkeime, multiresistente Killerkeime und so weiter. Also Panik, Angst, Immunschwächung, zusätzliche Immunschwächung durch Panik und Angst, Testepidemie, Überbehandlung, Zutreiben zu Krankenhäusern und Praxen, in denen sich die Leute noch tödliche Killerkeime noch zusätzlich holen. Das ist die eigentliche Definition. Und die Worte sind sehr schön von Dr. Köhnlein, also den neuesten Videos. Testepidemie und Überbehandlung. Ja? Aber es ist noch viel mehr als Testepidemie und Überbehandlung. Ja, jetzt habe ich gerade hiermit wieder zum 1000. Mal ja unsere Medizin- und Pharmaindustrie Hörigkeit ja in Frage gestellt. Sollten die sich geirrt haben? Und das tue ich jetzt mal wieder ganz kurz wieder. Die naturwissenschaftliche Beweisführung ist also ganz klar hier. Vor 170.000 Jahren der möglicherweise erste Heiler. Und der sagt hier, ihr müsst naturbelassen weiterleben und müsst sozusagen, damit ihr starke Immunsysteme behaltet, sonst werdet ihr Opfer von irgendwelchen Sachen. Ne? Und der vielleicht 20.000 Jahre später, der so und so vielste Heiler sozusagen, irrt sich als erster in der Evolution. Irren ist menschlich, Mutation und Selektion, alles variiert. Naturgesetz sozusagen, und deswegen muss zwangsläufig auch ein Heiler kommen, der sich zentral irrt. Und der sagt jetzt im Gegensatz zu dem, nichts natürlich leben, sondern ihr könnt ruhig die ganzen Kunstprodukte der modernen
damals modernen und heute natürlich noch viel schlimmer weiterentwickelten modernen Lebensmittelchemie zu euch nehmen. Diese ganzen Chemieprodukte sozusagen von Anfang an, von Anbau bis Herstellung, alles krankmachende Chemieprodukte, die sind alle harmlos und die könnt ihr alle weiter essen. Dadurch sozusagen redet er die Leute, die ihm vertrauen, in die Dauerkrankheit, in die chronische Krankheit herein, weil sie sozusagen durch ihren denaturierten Lebensstil eine massive Immunschwächung insgesamt bekommen und dann eben für so Viren wie Corona dann ganz besonders anfällig werden und eben abwehrschwach werden. Ne? Und er verkauft dann Impfungen, Tests und Operationen. Jetzt ist ja, glaube ich, das Neueste, was gekommen ist, ist, dass man jetzt die Antikörper testen will. Das würde immerhin zumindest mal, wenn dieser Test auch nur irgendwas taugen würde, wo ich natürlich bei den Aussagen der Mediziner darüber riesige Zweifel hätte, das überhaupt zu glauben, wenn die behaupten, sie hätten einen zuverlässigen Antikörpertest. Ja? Denn natürlich lobt jeder Krämer seine Ware, ja, sozusagen. Und aber immerhin würde doch so ein Antikörpertest zeigen können, dass, wenn man Stichproben nimmt, dass die Stichproben vielleicht schon alle durchseucht sind, also das heißt, dem Virus begegnet sind, ohne dadurch Probleme bekommen zu haben. Und dann wäre das wenigstens ein Anlass, um schleunigst die Lockerung zu machen. Ja, also da steckt schon eine kleine Chance drin, aber der Pharmaindustrie eigentlich so ein Antikörpertest ist einerseits ein Geschäft, aber der könnte das große Geschäft mit einer verkaufbaren Impfung ja verhindern. Ne? Und denn wenn sich rausstellen würde, dass die Durchseuchung schon fast komplett ist, dann ist nichts mehr mit Impfen verkaufen, ne? Weil die Leute sind ja alle dann naturgeimpft sozusagen, weil sie eben noch nicht so total schwache Immunsysteme haben. Ja, aber ich wollte damit sagen, dass dieser Heiler erfolgreich ist, immer unter den Bedingungen der fürchterlichen freien sozialen Marktwirtschaft, des Think Tanks Atlas-Initiative rund um Dr. Markus Krall und Horst Lüning und so weiter, der ja auch gerade eben ein neues Video hochgeladen hatte. Und ja, das bedeutet also, der kann viele Kinder ernähren. Wer sich irrt, kann viele Kinder ernähren, kann viele Geschäfte auf Kosten der Menschheit machen und kann dann am Ende, resultiert daraus eine ganze Dynastie von Medizinprofessoren, die alle ihre gewinnbringenden Irrtümer lehren. Und deswegen bedeutet das für mich als naturwissenschaftlichen Denker, da ich den Next Scientist for Future.de glaube, bedeutet das, dass ich kein Wort glaube, wenn es aus einem Ärztemund kommt, auch wenn es zum Glück immer Ausnahmen von der Regel gibt, nämlich die ganzen guten Ärzte wie Dr. Köhnlein, Wodak, Hockerts und so weiter, die ganze Masse dieser Ärzte, die gesagt haben, ja Vorsicht, wir brauchen da echte Daten, wir brauchen echte Wissenschaft und so weiter. Da war auch vieles Vernünftige dabei und in den Next Scientist for Future.de gibt es ja auch ganz viele vernünftige Ärzte. Also es gibt immer diese Ausnahmen von der Regel, ja, bei allem gibt es Ausnahmen gibt es immer, ne? Und die haben sich ja in dem zweiten Think Tank gesammelt, in den nextscientistforfuture.de. Alles ein Wort. Ne? Unten auch in der Box natürlich. Die Sender werden das doch, tun das immer da rein und so, dass sie das immer sofort finden können. Ja, dann geht's weiter. Dann geht es jetzt nochmal um unsere geliebten Milliardärskönige. Ja? Also alle Konzepte bisher, zum Glück nicht die Atlas-Initiative, aber alles, was es sonst gibt, ja, das ist einfach immer, ich will es mal sagen, linksradikaler, verfassungsfeindlicher, krimineller Mist. Also immer Hass auf die Milliardärskönige und immer dagegen und so weiter. Umbringen, erschießen, hieß es letztens bei der Linken oder so, ja. Und das können wir ja alles vergessen, ja. Aber das ist ja auch sozusagen immerhin
dass die Atlas-Initiative nicht so wahnsinnig ist und nicht so verfassungsfeindlich ist. Die Milliardäre, diese geliebten Milliardärskönige, müssen ja jede Sekunde leben mit verhaltensgestörten Menschen. Und das ist keine Lebensqualität, ja? Zum Beispiel machen wir das Beispiel Hyperaggressivität. Wieso müssen die Milliardäre, also die Milliardärskönige, jede Sekunde leben und leiden durch den Kontakt mit verhaltensgestörten Menschen? Ja, warum? Weil die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus notwendig verhaltensgestörte Charaktere erzeugt, ja? Wir brauchen ja nur andenken an die Verrückten, die im Kriminellen, die im Internet alles Mögliche beleidigen und so weiter, dieses ganze rechtsradikale Gesindel und so weiter, diese Kriminellen von rechts und so weiter. Ja, warum erzeugt die freie Marktwirtschaft aktiv solche? Ne? Jetzt haben Sie hier zum Beispiel einen Buchverlag und na, oder einen Zeitschriftenverlag. Nehmen wir einen Zeitschriftenverlag, ja? Da sollte doch der Letzte begriffen haben, dass eine moderne Zeitschrift in erster Linie ihr Geld von den wichtigen Werbekunden bekommt und nur ganz wenig Geld von den Kunden, die die Hefte kaufen oder die Abos bezahlen, ja? Das heißt, das handelt sich um eine Totalabhängigkeit von den Werbekunden. Würden die Werbekunden wegbrechen, wäre die Zeitschrift pleite, weil das, was man von Kunden bekommen kann, viel zu wenig Geld wäre, um so eine Zeitschriftenmaschinerie überhaupt betreiben zu können wirtschaftlich, ne? So, und jetzt haben wir hier in der Zeitschrift werden Geschichten veröffentlicht, so vielleicht auch kleine Romanteile. Und in denen geht es irgendwie, das sind die Helden der Geschichte, die positiv dargestellt werden, unheimlich aggressiv, schreien ihre Freunde an, ihre Bekannten an und so weiter. Sind total unsachlich, schuld sind immer die anderen, aber niemals sie selber und so weiter. Also alles Charakterfehler, Verhaltensstörungen und so weiter, ja. So, und dieser würde unter den Bedingungen diese Geschichten, ja, die führen dann dazu, dass letztendlich die Leser infiziert werden von diesen Verhaltensstörungen, von diesen Viren des Geistes infiziert werden, von dieser mimetischen Infektion, auch verhaltensgestört gemacht werden, weil sie dann sich ja denken, so verhält man sich halt. Und wenn man falsche Vorbilder gesehen haben, dann ahmen sie auch diese falschen Vorbilder nach. Das ist ein Naturgesetz, das man in der Psychologie entdeckt hat, sozusagen den Nachahmungszwang. Man sollte sich da mal mit Professor Albert Bandura und Walters beschäftigen und so weiter, ja. Die Psychologie hört, hat ja auch einen naturwissenschaftlichen Anteil, ne, einen kleinen. Ne? Und da ist es dann so, dass unter den Bedingungen der Wohlfühlstimme würde so etwas nicht überleben. Denn die Leser werden dadurch unglücklich, geben schlechtere Wohlfühlnoten ab, dass sie nämlich dadurch, dass sie andere Menschen so aggressiv, unsachlich, immer die anderen sozusagen als Schuldige sehend und so weiter, ja, und niemals sie selbst schuld und so weiter, ja, also diese ganzen Charakterfehler, wie sie heute üblich sind, durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die würden ja quasi nichts mehr verdienen, ja, weil wenn die Menschen, die Kunden, auch die Leser unglücklicher werden, schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben, schlechtere Gesundheitsdaten aufweisen, vielleicht Alkohol, Zigaretten und so weiter zu viel trinken, weil sie ja einsam werden durch ihre Hyperaggressivität, ja, und potenzielle Gewaltbereitschaft, Beleidigungsbereitschaft und so weiter, dann würden solche Magazine
enden und damit würden auch diese Märchenerzählungen, also diese Geschichten von diesen charaktergestörten Menschen als Helden der Geschichte, würden ja so aussterben sozusagen. Aber nicht so unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, der Atlas-Initiative, dieses Think Tanks, der von Dr. Markus Krall und so weiter. Hat sich ja alles umgedreht vor circa 400 bis 300.000 Jahren oder sagen wir sicherheitshalber in der Zeit von vor 400.000 bis 140.000 Jahren wird mit Sicherheit der Tauschhandel erfunden worden sein. Das wissen wir sicher sozusagen. Also mindestens 140.000 Jahre alt, maximal circa 400.000 Jahre alt, ist der freie Markt, ja? Oder sind die freien marktwirtschaftlichen Grundelemente, Tauschhandel, ne? Und sozusagen, und dann ist es halt so, dass unter Bedingungen des freien sozialen Marktwirtschaft, also am Anfang war es natürlich keine soziale Marktwirtschaft, sondern der freie Markt in Reinkultur, dass dann natürlich, wer solche, die Menschen manipulieren zu Charakterstörungen sozusagen, wer solche Geschichten verbreitet, der zerstört das Leben der Kunden. Die werden dadurch alkoholsüchtig, zigarettensüchtig und vielleicht sind dann in der Zeitschrift Werbeschaltungen von Alkoholfirmen oder von allen möglichen Firmen und so weiter oder pharmazeutische Tabletten und so weiter, die werden dann tablettensüchtig und brauchen irgendwie Antidepressiva, weil ihr Leben durch diese Charakterstörung natürlich zerstört wird, ne? Durch diese Neurose, durch die freie soziale Marktwirtschaft erzeugte echte Neurose, ja, Verhaltensstörungen aller Art, sozusagen dann wirklich süchtig werden und dann kaufen sie sozusagen den Werbekunden sozusagen mehr ihrer Produkte ab, sie werden konsumsüchtiger und dadurch rechnet sich für die Werbekunden die Anzeigenschaltung in diesen hochgradig manipulativen und lebensqualitätszerstörenden Magazinen oder Zeitschriften, ne? Und so breiten sich dann solche Magazine als erfolgreich aus und alle anderen Magazine, die dieser Logik nicht folgen, sondern wahrheitsorientiert dabei sind und die Leser quasi nicht verhaltensgestört machen, sondern gesund zurücklassen, die sterben aus, sind nicht mehr konkurrenzfähig und unter Bedingungen des freien Marktes breiten sich genau die Zeitschriften aus, die maximale Manipulation und Verhaltensstörungen verbreiten sozusagen. Und damit muss jetzt hat der Milliardärskönig, der hat dann eine Ehefrau, der hat vielleicht eine Familie, hat er in der Fabrik, in den Firmen hat er irgendwelche Leute und die sind alle genauso verhaltensgestört und das stresst und das nervt und dann gibt es Ehekrisen und was auch immer, Gezacker und Gehacker und dann ist man oft genervt und so weiter und dann kriegen die Männer ihre Midlife-Crisis und so weiter. Ja, also das ist alles seelisch einfach schwerst lebensqualitätsreduzierend. Also liebe Milliardärskönige, von diesem Elend retten euch nur die nextscientistforfuture.de mit ihrer zum Beispiel Wohlfühlstimme. Wenn die euch nicht gefällt, dann gibt es noch 1000 andere Alternativen des Staatsumbaus. Ja? Ja, und was will die Atlas-Initiative, der andere Think Tank? Die will euch, liebe Milliardärskönige, diese schreckliche freie Marktwirtschaft noch mehr auf den Hals setzen, sodass ihr in eurem Privatleben immer noch mehr verhaltensgestörte Menschen habt und immer noch stärkere Verhaltensstörungen und alles noch unglückstreibender ist und so weiter und geschweige denn vom Glück. Ich will heute nicht alles, was in den anderen Videos ist, alles wiederholen. Da wird ja noch, gibt's ja noch 100 andere Beispiele, liebe Milliardärskönige, wie euer Glück zerstört wird durch die freie soziale Marktwirtschaft. Aber ich hoffe, euch reicht dieses eine erschreckende Beispiel schon aus, um zu verstehen, ja, also so geht's nicht weiter. Wir müssen mit den nextscientistforfuture.de kooperieren und eben nicht mit der Atlas-Initiative, ne?
Schluck Wasser. So, dann gehen wir doch mal wieder weiter in unserer heutigen Sendung oder richtigen Tagesschau, in der echten Tagesschau. Ja, so, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, KenFM spricht, macht auch was ganz Gutes. Er spricht auch von Milliardärskönigen. Er spricht von Krone aufsetzen, dass Bill Gates sich selbst die Krone da aufgesetzt hätte und so weiter. Ja, ja, also sozusagen, ich glaube nicht, dass er von unserer Wortwahl Milliardärskönige oder geliebte Milliardärskönige gehört hat. Aber immerhin hat er mal diese Wortwahl gewählt. Das ist doch mal immerhin eine Übereinstimmung. Ne? Dann wieder ein bisschen Corona zwischendurch. Sogar das knallharte Dänemark und danach auch Tschechien beginnen die Öffnung. Also ich habe dann irgendwie gesehen, dass es eine Liste von, glaube ich, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ländern ist, die jetzt die Öffnung beginnen und so weiter. Und viele Länder steigen aus. Und jetzt passen Sie auf, wer jetzt natürlich am schnellsten ist. Wer am schnellsten ist, wird in der Weltwirtschaftsrangliste nach oben klettern und die anderen fallen nach unten. Also jetzt müsste man eigentlich ein Bild einer Rangliste haben, habe ich jetzt nicht hier. Aber wenn wir uns das nochmal an der Normalverteilung klar machen, dann können wir es auch an der Normalverteilung sehen. Ja, denn die ist ja die evolutionäre Basis. Ja, also zum Beispiel, wer jetzt länger quasi den Irrtümern der Heiler glaubt sozusagen und folgt und so wie es unsere Politik und unsere Medien 1:1 tun, sozusagen die 1:1 alles übernehmen, was von den Heilern kommt, die sozusagen dieser Irrtumsevolution ja unterlegen waren, die Länder werden von ihrer Spitzenposition in der Welt nach unten absinken, werden also eher zu den wirtschaftlich weniger erfolgreichen Ländern werden und die, die als schnellste aussteigen, werden dann und ihre Wirtschaft so schnell wie möglich wieder anlaufen lassen, die werden in dieser Normalverteilung aufsteigen, die einen, da werden Plätze getauscht, die einen werden jetzt gehören zu den Gewinnern und die andere zu den Verlierern sozusagen. Und so wird Deutschland mit Europa also noch schneller auf dem Weg zum Lebensstandard von Afrika sein, so mit 2 Euro am Tag für alle sozusagen. Außer denen, die nichts arbeiten, die wird man dem Verhungern überlassen, wie es in Afrika wahrscheinlich immer noch üblich ist. Ne? Ja, auch Pflegemitarbeiter verbreiten sozusagen Keime in Altenheimen. Das wurde nochmal deutlich. Ich weiß nicht, ob es der Dr. Bodo Schiffmann gesagt hat oder nein, der sagt also auf jeden Fall die Formulierung, haben wir es mit einem Gespenst zu tun oder nicht? Das immerhin, das ist die sachliche, naturwissenschaftliche Frage. Haben wir es hier mit einem Irrtumsgespenst einer völlig entgleisten kapitalistischen Medizin- und Pharmaindustrie zu tun, auf das wir alle reinfallen müssen, weil wir es ja nicht freiwillig tun. Ich befolge selbstverständlich auch alle Regeln ganz sorgfältig und so weiter. Ja, wir müssen das ja, ne? Und das tun wir dann ja auch. Ne? Auch Pflegemitarbeiter verbreiten Keime in Altenheimen. Wir sollten uns also nicht nur klar machen, dass natürlich selbstverständlich die Krankenhausmitarbeiter die Killerkeime ausstreuen und so weiter und dann vielleicht die Leute sozusagen Vorerkrankungen haben und ein bisschen Corona, harmlosen Coronavirus und dann noch aggressive Killerkeime aus dem Krankenhaus. Daran sterben sie und dann kommen sie in die Corona-Statistik und nicht in die Killerkeime-Sterbestatistik, ne? Und solche Dinge, ja? Also, ja, und deswegen sage ich ja auch immer Vorsicht, wenn wir jetzt tatsächlich obduzieren würden, was ja schon mal ein sinnvoller Ansatz ist, macht euch immer klar, die
auch die Obduktionsärzte, die sozusagen Pathologen und so weiter, stammen aus dem gleichen Nest. Die haben die gleichen Irrtümer gelernt und deren Freunde sind die anderen Ärzte. Und wer hackt, welche Krähe hackt der anderen schon ein Auge aus und sagt realitätsgemäß, dass dieser Mensch gar nicht an Corona gestorben ist, sondern zum Beispiel an Krankenhauskillerkeimen gestorben ist. Ja? Gestorben ist, weil er sich ins Krankenhaus begeben hat. Ne? Und an nichts sonst. Ne? Ja, das wird bei Obduktionen schwierig sein. Wir bräuchten Biologen als Obduzierende, also die völlig finanzinteressenlos sind und keinerlei Freunde im Ärztebereich haben. Ne? Ja, sozusagen. Ja, Markus Krall, also da gab es dann auch wieder Videos über die verfassungsfeindlichen Demokratiefeindlichkeit der Atlas-Initiative beziehungsweise Dr. Markus Kralls, wo dabei betont würde, dass die Atlas-Initiative natürlich viele Spielarten ermöglichen würde und Dr. Kralls Korrekturwunsch der Demokratie, dass also den meisten Leuten das Wahlrecht entzogen wird sozusagen, das sei also nicht bestimmend in der Atlas-Initiative. Naja, so weit, so gut. Aber natürlich, ich kann dazu nur sagen, man kann über alles reden. Also es gibt keinen Grund, irgendeine Überlegung. Wir wollen absolute Meinungsfreiheit und Diskussionsfreiheit. Und selbstverständlich ist es überlegenswert, ob man die demokratische Sache verändern soll. Aber ich finde, es ist völlig unnötig. Wir haben doch die nextscientistsforfuture.de. Und wenn zum Beispiel tatsächlich die Wohlfühlstimme eingeführt würde hier, die Wohlfühlstimme, dann und alle Verdienste davon abhängig gemacht werden, dann gibt es doch gar keinen Grund, irgendwas an der Demokratie, am Demokratieaufbau zu ändern. Denn es wird ja dann so sein, ich wiederhole es nochmal, wenn ich zum Beispiel eine Partei regiert gerade eine Kommune, also eine Stadt zum Beispiel, eine Kommune, Kommunalwahl, ja. Und da wird ja vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden wird ständig veröffentlicht, wie die Wohlfühlnoten der Bürger dieser Kommune sich entwickeln. Und wenn die sich schlecht entwickeln, dann sehen das die Wähler und dann werden sie den Teufel tun und werden auf jeden Fall diese Partei nie wieder wählen, demnächst sozusagen, sondern lieber eine andere Partei wählen. Entwickeln sich die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten der Bürger dieser Kommune positiv, dann werden sie vielleicht diese Partei weiter wählen. Ja? Also und dadurch haben wir eine Totalkorrektur aller Demokratieprobleme, weil dann plötzlich jeder Politiker nach den besten Experten suchen wird, wie kann ich in meine Kommune in eine glücksförderliche, gesundheitsförderliche und langlebigkeitsförderliche Kommune umwandeln und umbauen, ne? Umstrukturieren, umbauen und so weiter. Ja? Und dann haben wir doch eigentlich keine Probleme mehr, oder? Wo haben wir da noch Probleme? Ich sehe dann erstmal jetzt keine Probleme mehr. Ja? Und das Gleiche beim Bundesland und dann beim Bund insgesamt. Und das Ganze könnte man natürlich auf Europa, auf die United States of Northern Europe ausdehnen, die man ja schleunigst in die Welt setzen sollte. Ne? Ja. Mit einer echten Vollstaatlichkeit. Ne? Aber nur Northern Europe, also ob man dann die Oststaaten dazu nimmt, das sollte man in Volksabstimmungen klären. Ne? Aber dann machen wir uns nochmal klar, was es heute bedeutet, wie leicht man heute eigentlich ein Land regieren kann. Ja, das muss man nochmal kurz klar machen. Ja. Also sowohl für die Atlas-Initiative als Think Tank als auch für die nextscientistsforfuture.de als Think Tank würde gelten, ja, mehr als 18% bei einer Wahl braucht man heute nicht mehr, um zu kanzlern. Ja? Also denken Sie zum Beispiel jetzt an eine Drei-Parteien-Koalition.
Und sie brauchen eigentlich nur 12% der Bürger. Also eigentlich braucht man nur ein paar, 3 bis 5% der Bürger zu überzeugen. Die infizieren noch ein paar andere, sodass wir dann auf 12% der klügsten Bürger kommen, zum Beispiel. Ja. Also hier, naja, ich bin falsch. Hier, nur, wir brauchen nur lächerliche 12% der klügsten Bürger, weil ein Teil geht sowieso gar nicht zur Wahl, fällt also raus, ungefähr ein Drittel. Und sozusagen, wenn wir 12% aller Bürger sagen, okay, der Ansatz der Atlas-Initiative oder der Ansatz der Next, der konkurrierenden nextscientistsforfuture.de, das überzeugt mich und dann wähle ich das entsprechend, dann führt das dazu, dass dann 18% Wählerstimmen darauf entfallen sozusagen. Und bei einer Drei-Parteien-Koalition, wenn dann eine Partei 18% hat, die anderen beiden 16, die eine 17 vielleicht, dann wird natürlich den Kanzler stellen und die Vorherrschaft bei den Leitlinien der Politik, die in ersten Zugriff natürlich diese Partei haben, die sich also dann sozusagen die Ideen entweder der Atlas-Initiative oder der nextscientistsforfuture.de zu ihrem Politikprogramm gemacht hat. Ne? Und sozusagen, und die nextscientistsforfuture.de gehen ja noch so weit, dass sie sagen, einen Staat dieser Erde sanieren wir kostenlos einmal komplett. Ne? Unentgeltlich. Beim zweiten Staat ist dann schon wieder ist vorbei mit der Unentgeltlichkeit, denn man kann ja nicht immer nur alles, immer nur schenken und immer nur gemeinnützig sein. Ja, das geht auch für die nicht unendlich. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus. Also, ja, denn ich finde das schon ganz hoch anrechnungswert, dass die bereit sind, einen einzigen Staat dieser Erde total zu sanieren. Das ist, und was, sie haben keine Vorstellung, was das für eine Menge an Arbeit sein wird. Ne? Das ist schon richtig intensive Arbeit. Ne? Und das alles kostenlos, alles geschenkt. Ne? Ja, das heißt also, denken bei einer Drei-Parteien-Koalition brauchen wir also nur 12% der Bürger, um die Leitlinien der Politik zu bestimmen. Das ist wenig, ne? Das ist, weil wir jetzt ja keine Großparteien mehr haben, ne? Und sozusagen. Ja. Gerd Reuter mit TH, sozusagen, der hat das ja auch betont nochmal zur Altenpflege, ja, dass also in Altenpflege ist ja besonders sind Nahrung und Lebensstil und Übertherapien, medizinische Übertherapien, besonders abwehrschwächend und deswegen ist die Sterblichkeit sowieso dort riesig. Also schon ganz unabhängig von Corona gibt es dort immer eine riesige Sterblichkeit. Dr. Med. Reuter sagt also, wenn Sie heutzutage in ein kapitalistisches, ich sage das jetzt mal dazu, kapitalistisches, frei, sozial, marktwirtschaftliches Altenpflegeheim gehen, dann haben Sie keinen Lebensabend mehr von 20 Jahren, sondern durchschnittlich nur noch von 10 Jahren. Denn das alte Pflegeheim bringt Sie um. Das alte Pflegeheim bringt Sie ohne böse Absicht um, einfach nur, weil die freien Marktgesetze und die sozialmarktwirtschaftlichen Elemente einfach dazu führen, dass sie eben sehr früh sterben, ne? Sehr viel früher sterben. Ja, den Antikörpertest habe ich schon erwähnt. Also Horst Lüning mit seinem großen Video heute, ne? Das ist eine wichtige Nachricht, denn das ist jetzt nochmal, er vertritt quasi nochmal so richtig die Atlas-Initiativen-Position. Ja, und dabei sagt er vieles Richtige, denn es gibt so eine Art Grund Einmaleins der Volkswirtschaftslehre, dass natürlich, dass alle, sogar die sozusagen alle, die nicht wirklich Kompetenten wie Professor Hans-Werner Sinn und so weiter, das haben die natürlich alle drauf, ja. So ein Grund Einmaleins, über das es gar keinen Streit gibt, ne. Und dann eben erwähnte auch über bei diesem Grundkonsens ist natürlich klar, worüber es überhaupt keinen Streit gibt.
Unser Genom ist ein Ungleichheitsgenerator. Das hören ja die linksradikalen, verfassungsfeindlichen Kriminellen nicht gerne, die ganzen Spinner. Ja, unser Genom ist von Natur aus ein Ungleichheitsgenerator, sonst gäbe es nicht ständig Mutationen von neuen Viren. Das Genom ist grundsätzlich auf Ungleichheitserzeugung angelegt. Deswegen gibt es tatsächlich genetisch dumme, saudumme Menschen und dumme Menschen und mitteldumme Menschen und halbwegs kluge Menschen und sehr kluge Menschen. Rein schon von Genetik, mit Bildung kann man ein bisschen an diesen genetischen Grundlagen, kann man im Ergebnis noch etwas hin und her schieben, so ein paar hier vielleicht so ein paar Millimeter jeweils hin und her schieben. Aber man kann, der Apfel fällt leider und aus naturwissenschaftlicher Sicht eben nicht allzu weit vom Stamm. Ja, und wenn er vom Stamm fällt, also durch eine größere Mutation oder so, aber auch das ist selten, also dass Eltern, die genetisch hier sind, dass die jetzt ein Kind bekommen, das genetisch hier ist, ist schon mal äußerst unwahrscheinlich. Das ist statistisch einfach extrem unwahrscheinlich. So viel Ungleichheitsgeneration macht das Genom nicht. Was häufiger ist, dass hier jemand aus dem vollgebildeten Bereich dann zu alt Kinder bekommt und so weiter, dann eine Trisomie 21 bekommt und dadurch schlagartig das Kind im Intelligenzbereich hier liegt. Das gibt es schon. Aber umgedreht, ich weiß nicht, dass also ein Trisomie 21 Pärchen vielleicht, ich glaube, deren Kinder sind überhaupt nicht überlebensfähig, aber wenn sie überlebensfähig wären, jetzt mal angenommen, dass da ein Kind geboren wird, das quasi wieder genetisch plötzlich da ist, na, also unwahrscheinlich. Also vielleicht nicht völlig ausgeschlossen, aber wahrscheinlich alles äußerst selten. Ne? Eher wahrscheinlich ist, dass die gar keine Kinder bekommen können. Ne? Aber dass solche einmal eins sozusagen der vernünftigen, zwar noch nicht die naturwissenschaftliche volkswirtschaftliche Lehre, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der nextscientistsforfuture.de, sondern nur erstmal die ganz normale Volkswirtschaftslehre und die ganz normale universitäre Naturwissenschaft, das ist natürlich die Basis, ja, dass wir das wissen, dass es also Minderleister gibt und Höherleister gibt und das von Natur aus per Genetik. Per Genetiken Pech und Zufall. Ne? Und dann spricht er aber, macht er wieder so irrationale Dinge, dann spricht er plötzlich wieder vom wahren Sozialismus, dass es den ja nicht gebe, sondern wenn er das Wort wahrer, echter Sozialismus in den Mund nehmen würde, würde er quasi nur an das denken, was er kennt. Ne? Wieder nur an diesen Stalinismus oder andere Schwachsinnsformen von Pseudosozialismen, Pseudokommunismen, Pseudoplanwirtschaften, von all diese Stümperei, so als ob wir uns nicht weiterentwickeln könnten und nicht jetzt wie die nextscientistsforfuture.de sozusagen ein Ideale und der freien sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus weit überlegene Form der echten Planwirtschaft, echtem Kommunismus, Sozialismus sozusagen herzustellen. Zum Beispiel die Wohlfühlnote macht ja schon genau den ersten Schritt in die richtige Richtung, die Wohlfühlstimme, weil sie sozusagen ja nicht mehr den Konzernen die Möglichkeit gibt, mit der Umwelt und der Gesundheit der Menschen Schlitten zu fahren sozusagen, sondern sie verlieren dann einfach die Verdienstzuschläge, verdienen nichts mehr und gehen pleite, wenn sie nicht anfangen, ihr gesamtes Repertoire umzustellen und auf Wohlfühlnotensteigerung bei den Kunden, bei den Mitarbeitern, bei den in der Umwelt Lebenden und so weiter. Also alle, die in irgendeiner Weise betroffen sein können von diesen Konzernen, deren Wohlfühlstimmen entscheiden darüber, ob diese Firmen in Zukunft noch überleben oder pleite gehen. Ne? Das ist doch schon mal ein positiver sozialistischer Anteil, dass hier durch eine richtige Form, richtige planwirtschaftlichen Eingriff sozusagen
die extreme Schädlichkeit des Kapitalismus mit einer einzigen Maßnahme schlagartig schon mal beendet wird. Ne? So. Ja, und dann redete auch Horst Lüning wieder über diesen völlig unnötigen Eingriff ins Wahlrecht. Das habe ich ja schon erwähnt. Ne? Brauchen wir nicht nochmal. So, und dann haben wir sozusagen das Altersvorurteil. Ach ja, dann bringt Horst Lüning wieder natürlich diesen antinaturwissenschaftlichen Quatsch, von dem, ja, also früher war, sind ja die Menschen, also hier, so, ja, so die Behauptung, früher, da sind die ja alle so ganz früh verreckt mit 30, 20, 40 oder was auch immer. Und dann kam die Segnung der freien sozialen Marktwirtschaft, des Kapitalismus, und jetzt werden wir ja so unendlich alt. Ja, also ich habe in der gesamten Paläoanthropologie, in den Jahrzehnten, in denen ich immer wieder versucht habe, alles wahrzunehmen, da wie es gibt, nicht auch nur einen Hauch eines Beweises gefunden, dass die Menschen, und das wäre jetzt die entscheidende Sache, die zu testen und zu beweisen wäre, dass die Menschen vor 400.000 Jahren, also wo wir mit Sicherheit noch vor der Erfindung der freien sozialen Marktwirtschaft, der Atlas-Initiative standen, sozusagen, dass da die Menschen nicht 127 im Normalfall geworden sind oder so ähnlich, ne? 127 mal als Größenordnung oder Hausnummer, ja? Also wir haben keinerlei Hinweis, dass da nicht schon längst die genetische Sterblichkeit bei 127 Jahren war. Natürlich gab es dort auch Ausnahmen, dass Menschen durch irgendwas früher gestorben sind. Und natürlich sind auch Menschen zum Beispiel, das ist aber ganz normal, dass in der Natur Kinder sind ja für die Natur nur Experimente sozusagen. Ja, die sind Experimente, weil, was habe ich vorhin gesagt? Unser Genom ist ein Ungleichheitsgenerator und jede befruchtete Eizelle aus Spermazelle und Eizelle und so weiter und die dann sich neu kombinierenden Gene, ja, sozusagen, das ist eine reine Lotterie, die sozusagen, wenn da so ein Kind geboren wird, die dann eben bedeutet, naja, schauen wir mal, ob das Kind überhaupt überlebensfähig ist, ob es nicht genetisch mutiert, so mutiert ist oder so neu kombiniert ist, dass es eigentlich bei jeder Kleinigkeit dahingerafft wird und na, das ist dann kein Beinbruch, das ist der normale Gang der Natur, ne? Also das heißt, es geht darum, also wie hat ein Forscher gesagt oder jemand berichtet das, also sozusagen vor 2.000, 3.000 Jahren, da gab es irgendwie jemanden aus der Familie von Seneca, der war auch schon irgendwie 90 Jahre oder irgend sowas alt oder vielleicht sogar noch älter. Das heißt also, dieses Märchen, dass wir früher alle nur 30 geworden wären und 40 geworden wären. Natürlich wird es Babys gegeben haben, die eben genetisch so mutiert sind, dass sie nichts fürs Überleben getaugt haben. Es wird Kinder gegeben haben, die von ihren Müttern ausgesetzt worden sind, weil es in der Natur natürlich keinen Abtreibungsparagraf gibt, sondern den sogenannten Aussetzungsparagraf. Also Mütter dürfen überall selbstverständlich in der Natur ihre Kinder auch aussetzen, wenn irgendwas nicht passt. Ne? Und das Recht, also Schweine zum Beispiel, das ist ja ganz berühmt geworden in der Biologie. Schweine, wenn zum Beispiel ein Wurf etwas zu klein geraten ist, also nehmen wir mal an, die normale Wurfgröße wäre 7. Und das werden nur 5 Kinder geboren. Das würde bedeuten, dass die Mutter jetzt sehr viel Stillinvestition und Aufzuchtsinvestition in nur 5 Kinder investieren würde. Dann, oder 4, sagen wir mal. Und dann kommt es zu einer biologischen, genetischen Kalkulation. Die Mutter frisst diesen zu klein geratenen Wurf aus. Ja, tötet ihn also nicht durch Aussetzen, sondern frisst ihn auf, damit kein Kalorienverlust entsteht. Ganz rational, biologisch, ganz natürlich sozusagen. Und ja, und dann lässt sie sich so schnell wie möglich wieder befruchten und kriegt dann innerhalb kürzester Zeit dann 7 oder 8 Kinder, ja, und dann lohnt sich das und dann hat sie, hinterlässt sie in der Evolution,
in der Summe mehr Enkelkinder, als wenn sie diesen 4- oder 3-Kindeswurf, diesen zu klein geratenen Wurf, wenn sie darin Zeit investiert hätte oder Zeit verloren hätte. Ja? Und so ist die Natur, und die Mütter entscheiden das halt. Die fressen mal ihre Kinder auf und oder setzen sie aus und so weiter. Und die Idee, etwas besser machen zu können als die Natur, die sollte man sich abschminken. Ja? Was man machen kann, ist überall Schmerzmittel einzuführen und so weiter. Aber Eingriffe in die Natur gehen praktisch immer nach hinten los. Ja? Die führen immer zur Zerstörung von allem. Ne? Ja, das ist so eine Erfahrung aus dem Umgang mit Biologie. Ja? Also überall, wo wir, gucken Sie sich an, wie wir die ganze Umwelt, wir haben überall in die Natur überstark eingegriffen, und überall ist das Ergebnis negativ. Ne? Und ja, das heißt, ja, wenn, dann muss man also in die Natur ganz behutsam gärtnern und sozusagen ganz sorgfältig gärtnerisch und sozusagen ja parkmäßig gestaltend eingreifen, aber mit äußerster Vorsicht, damit man nicht leichtfertig irgendetwas kaputt macht dabei. Ne? Ja. So, und dann dadurch eben schädlich für die Menschen macht. Ne? Ja, also das heißt, wir wissen aus der Paläoanthropologie, haben wir keinen einzigen Hinweis, dass die Menschen, dass nicht viele Menschen tatsächlich vor 400.000 Jahren 127 Jahre alt geworden und sind und dann gesund eingeschlafen sind und gestorben sind, weil ihre Gene jetzt dann das Ende ja programmiert, durch die Gene das Ende programmiert ist. Ne? Ja, und dann sozusagen, wir haben nur einen Hinweis, nämlich, dass alle berichten ja über die Blue Zones, also die Zonen der besonderen Langlebigkeit. Und wenn das stimmt, dass noch vor einigen Jahrzehnten es in Okinawa, Japan, massenhaft 110-jährige, vollarbeitende Topfitte gegeben hat, dann ist das doch mal ein Hinweis dafür, dass wir genetisch ganz anders sind. Und dann kam übrigens die freie soziale Marktwirtschaft mit ihren immunschwächenden Ernährungsweisen und mit der krankmachenden Medizin auch nach Okinawa, und jetzt sterben die alle viel früher. Und dieses Experiment sozusagen beweist eigentlich, wo auch immer die kapitalistischen Ernährungsweisen und Medizinweisen Einzug halten, dort wird früher gestorben. Also müssen wir die freie soziale Marktwirtschaft unbedingt sofort beenden, liebe Atlas-Initiative. Ne? Ja, und dann beschimpft natürlich auch Horst Lüning wieder unsere Politiker. Die beschimpfen ja auch vieles, so wie die Linken die Milliardärskönige beschimpfen die jetzt auch wieder die Politiker und so weiter. Der politische Wasserkopf reagierte auf die Schädlichkeit des freien Marktes. Ja, der politische Wasserkopf reagierte auf die Schädlichkeit des freien Marktes. Ja, das sieht Horst Lüning nicht, dass die Politik teilweise sehr vernünftig ist, wenn sie in den freien Markt eingreift, weil der freie Markt so wahnsinnig schädlich ist. Ja? Und diese Leute sind da durchaus klüger als der Horst Lüning, weil er ja noch nicht mal die Schädlichkeit des freien Marktes erkannt hat. Also eben der beschimpfte politische Wasserkopf ist in Teilen viel vernünftiger als Horst Lüning. Ich mache nur das, zum Beispiel, also wir müssen uns das klar machen. Komme ich gleich zu, ja. Er nennt sich selbst dabei auch noch einen Leistungsträger mit seinem Whisky-Unternehmen, ja. Und dabei gucken wir uns das doch mal evolutionsbiologisch an, was er tatsächlich ist. Ne? Schauen wir es uns an. Ja? Also hier,
in der Evolution, jetzt gehen wir nicht von der Bedingung der Wohlfühlstimme der nextscientistforfuture.de aus, sondern unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft von Lüning und Krall, ne? Und wahrscheinlich auch Otto, ne? Und schauen uns das an. Ja, also hier in dem Moment, dieser Händler hier sagt, ach, ist toll, was ihr in den Kommunen hier mit den Vorfahren der heutigen Milliardärskönige, was da alles ein Geschmuse ist und ein Sex und ein Liebevolles und so weiter. Und die Leistungsträger, also die Vorfahren der heutigen Milliardärskönige, die sind natürlich, bleiben gern in der Kommune, weil sie schenken alles den Frauen und Kindern, aber werden mit so viel Liebe dafür überschüttet, dass sie es genießen, ne, sozusagen. Ja. Und so muss der auch weiterleben. Und dieser Händler, der irrt sich mal wieder, wie gesagt, Mutation und Selektion, Variation und Selektion als Naturgesetz, errare humanum est, ja, irren ist menschlich, und der irrt sich total, und der sagt, ach, ist das eklig und widerlich, mir schaudert, wenn ich euch schmusen sehe und so, das ist ja so widernatürlich und so ekelhaft und so weiter, und die Leute lassen sich, natürlich, Menschen sind beeindruckbar, sind die suggestibelste Art der Erde, schmusen weniger, dadurch fühlen sich die Milliardärskönige nicht mehr geliebt, verlassen die Kommunen, machen ihr eigenes Ding und so weiter, auch die Verbrecher sondern sich unten ab aus den Kommunen, machen ihr eigenes Ding, und da sie alle jetzt Liebesmangel haben, kann natürlich der Händler den Leuten auch ganz viel Whisky verkaufen. Ne? Also der Horst Lüning wird, wenn er, falls er Werbung schalten sollte, wird er mit seiner Werbung wieder die vorhin ja genannten Zeitschriften finanzieren, die so viel Charakterstörungen in den Lesern erzeugen, dass sozusagen die Leute sich dann unglücklich, süchtig dem Whisky-Kauf zuwenden. Und dann fließt das Geld an die Whisky-Firma von Horst Lüning, und er schaltet dann weiter. Never change a winning team, also niemals ein Siegerteam verändern, wird er seine Werbeschaltungen wieder in dieser Zeitschrift tätigen. Ja? Diese evolutionsbiologischen, diese systemischen Kreisläufe innerhalb der freien sozialen Marktwirtschaft versteht er nicht, denn wenn er das verstehen würde, würde er nicht wagen, sich selbst als Leistungsträger zu bezeichnen mit seinem Whisky-Unternehmen, sondern als Teil der Menschheitszerstörung würde er sich dann verstehen. Ja? Kann er aber nicht. Ja? So, die Atlas. Nur mal ganz kurz zwischendurch, damit mich dieser Gedanke nicht weiter stört. Wenn jetzt also Sie als Zuschauer auch nur die geringste Ahnung haben, dass vielleicht an diesen völlig neuen Tagesschau und völlig neuen Heute-Sendungen sozusagen irgendwas Wahres dran sein könnte, dann kann ich Sie nur ermutigen, es ist die absolute Wahrheit. In Wissenschaft ist es immer so, dass bestimmte Sachen erforscht werden, und wenn sie zu Ende erforscht sind, ist die Sache klar und erledigt, und dann sind die Sachen eindeutig. Ja? Und deswegen bitte beschäftigen Sie sich mit allen anderen Videos und mit den Homepages und so weiter, also mit den nextscientistforfuture.de. Wenn Sie Bahnhof verstehen und alles schlecht finden, dann schalten Sie ab und verabschieden sich so schnell wie möglich, denn man braucht sie nicht. Ne? Sie werden nicht gebraucht, denn wie ist es hier, wir brauchen all diese Linksextremisten, rechtsextremistischen, verfassungsfeindlichen, kriminellen Dumpfbacken, die braucht kein Mensch. Die sind völlig uninteressant, die halten sich für total wichtig und wissen gar nicht, dass kein Mensch ihre Konzepte ernsthaft umsetzen will. Ja? Und die brauchen wir nicht, wir brauchen die alle nicht, wir brauchen nur diese 12%, habe ich ja vorhin vorgerechnet. 12% und schlimmstenfalls, wenn es eine Zweierkoalition wäre, wie viel brauchen wir dann eigentlich?
26% und dann wird das wieder so sein. Na, da brauchen wir dann vielleicht, ich schätze jetzt mal 18% und so weiter. Aber alle anderen interessieren uns nicht. Uns interessieren nur die gebildetsten, naturwissenschaftlichsten, klügsten 18% maximal dieser Gesellschaft, Europas sozusagen. Und die werden dann dieses Land positiv transformieren. Und all die hier, bitte schauen Sie was anderes. Hier ist wirklich nur für sehr wissenschaftlich Vorgebildete, ne? Also für richtige Denker sozusagen. Oder Leute, die bereit sind, Neues dazuzulernen. Ja? So, also Atlas. Das hatte ich ja eben gesagt. Kommen wir zu den Bonobos noch mal kurz. Ja, Professor Franz de Waal, der große Bonobo-Forscher, hat, obwohl ihm ja die Lebensweise der Bonobos gar nicht geschmeckt hat, da er ja in seinem Privatleben eher sozusagen ganz verklemmt, monogam, kapitalistisch, frei, sozial, marktwirtschaftlich lebt sozusagen. Aber er hat es doch recht fair dargestellt, wie die Bonobos tatsächlich leben. Ne? Sekunde, Wasser. So, und zwar, der hat ja geschrieben darüber, ja, die praktizieren, ja, scheiße, die praktizieren ja Make Love Not War, die sind ja matriarchale Hippie-Affen, die leben ja, ja, und es fehlte ihm nur noch der Begriff, dass er eigentlich gesagt hat, ja, diese Gruppen, das sind ja Kommunen, das sind ja Hippie-Kommunen, Liebeskommunen, kommunistische Kommunen, das sind ja sozialistisch-kommunistische Kommunen, echt sozialistisch-kommunistische Kommunen. Und das funktioniert auch noch, die sind total glücklich und so weiter, ja, und total Lebensqualität, also liebe Milliardärskönige, also schaut euch das Buch Bonobos, heißt es, glaube ich, von Professor Franz de Waal mit vielen Bildern an, ja, liebe Milliardärskönige, da seht ihr dann euer geraubtes Glück, dass euch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das Horst Lüning, das Max Otte und der Atlas-Initiative geraubt hat, ne? Und sozusagen. Und macht euch klar, die paar Milliarden sind kein Trost für dieses geraubte Leben. Wenn ihr mich jetzt vor die Wahl stellen würdet, sozusagen, in einer Bonobo-ähnlichen Kommune im Stile von vor 400.000 Jahren jetzt sofort leben dürfen zu dürfen, den Rest meines Lebens, da könntet ihr mir 20.000 Milliarden bieten. Ich würde drauf scheißen. Ja, weil glücklich sein ist durch nichts anderes zu erreichen als dadurch, dass man seine genetische Natur lebt. Denn wir haben genetische Glücksknöpfe in unserem Körper. Denken wir nur an unsere Geschlechtsorgane. Wenn wir da gedrückt werden, dann gibt's Glück. Ja, und wir haben und all diese können natürlich nur durch die Lebensform gedrückt werden, in der diese genetisch geformt worden sind. Ja? Also sozusagen, ich mache mal ein Beispiel, Gorillas. Ja? Ich gehe jetzt mal auf einen Gorilla. Ja? Die Gorillamänner haben winzige Penisse. Jetzt könnte man doch denken, ja, dann müssen doch die Gorilla-Frauen alle total sexuell unbefriedigt sein. Völliger Quatsch. Die Evolution funktioniert so, dass diese winzigen Penisse der Gorillas eine kleine Stimulation liefern, aber die Frauen, die Gorilla-Frauen genetisch so mutiert sind, dass sie schon kleinste Berührung, denken wir an die Vögel, das sind ja auch nur winzige Berührungen, da wird ja kein riesiger Walpenis von 3 Meter Länge reingeschoben in die Vögel, sondern da wird nur kurz berührt und dann kriegen die Frauen trotzdem ihren Orgasmus sozusagen. Denn warum sollten sie sonst bei dem Sexspiel mitspielen? Ne? Das ist, muss ja eine Belohnung geben als Wohlgefühl, ja. Und so haben dann die Gorilla-Frauen mit dem Mini-Penis genauso starke Orgasmen, wie wenn der Riesenpenis der Bonobos bei der Bonobo-Frau eindringt, ja, und so weiter. Ja, weil ist ein Organ größer und ist eine gröbere Berührung, dann wird die Sensorik halt unempfindlicher geschaltet von der Evolution.
damit die Bonobo-Frauen auch nicht zu schnell und zu leicht ihre Orgasmen bekommen. Ja? Denn sie sollen sich ja mit ihrer Orgasmuslust, die wahrscheinlich bei den Bonobos, ich vermute mal, genauso sanft ansteigend ist wie bei den Menschenfrauen sozusagen, und dass die dann sich eben, die Bonobo-Frauen, sich auch noch anderen Frauen für Liebesspiele hinwenden und nochmal anderen Männern und so weiter, sodass sie dann durch die Summe aller Reizungen dann sexuell befriedigt sind am Ende. Ne? Das ist, in solch ein ausgetüfteltes, genetisches, mutiertes Paarungssystem, Lebenssystem, Sozialsystem, irgendwas daran zu ändern, bezahlen wir immer mit riesigen Glücksverlusten. Und wir haben das gemacht. Wir haben durch die freie soziale Marktwirtschaft sozusagen alles verändert. Ja? Durch all die Irrtümer, die ich vorhin geschildert habe hier, ja, mit dieser Skizze. Alle ja, habe ich ja vorhin mal zwei Beispiele von Millionen von Irrtümern, die sich ausgebreitet haben, geschildert. Und liebe Milliardärskönige, und dadurch wurde euer Leben genauso zerstört wie meines. Ja? Das ist, unser aller Leben ist zerstört, weil wir unser Genbestand passt nicht in diese Lebenswelt, ja? Sondern er passt in diese Bonobo-ähnliche Kommune von vor 400.000 Jahren. Natürlich gibt es von vor 400.000 Jahren bis heute einige kleine Mutationen, aber es spricht alles dafür, dass wir genetisch noch nicht umkonstruiert sind. Warum sonst hätten wir noch große Geschlechtsorgane? Ja, wir bräuchten doch nur wie der Gorilla. Der Gorilla vertreibt alle anderen Männer und braucht also keine Spermakonkurrenz zu den anderen Gorillas sozusagen, Männern. Und deswegen kann er mit ganz wenigen Spermien und mit winzigsten Penissen die Frauen seiner Gruppe befruchten sozusagen. Also spart die Natur das ein. Und warum haben wir immer noch so riesige Penisse? Ja, weil wir eben auf Spermakonkurrenz, auf Gruppen, Sex in Gruppen, in Kommunenleben angelegt sind, sozusagen, wo es darum geht, mit großen Penissen die Spermienarmeen, die eigenen Spermienarmeen vor die der anderen zu platzieren und dort dann auch noch mit einem kräftigen großen Spüldruck sozusagen noch dafür zu sorgen und so weiter. Und dann auch noch entsprechend große Hoden und riesige Mengen an Spermien, wo man doch nur eins bräuchte, um die Frau zu befruchten. Aber dann findet auch noch ein Krieg der Spermien, hat jedenfalls Desmond Morris behauptet, den Krieg der Spermien statt. Und so ist dann wenn sich unser gesamte Gen, oder andere Frage, warum gibt es immer noch Fremdgehen, wenn wir doch monogam wären genetisch, ja, wenn wir umkonstruiert wären genetisch, dann dürfte es doch keine Seitensprünge geben, denn monogam konstruierte Organismen müssten doch so genetisch konstruiert sein, dass der Orgasmus, der tausendste Orgasmus mit demselben Partner, mit demselben scheinbar ja langweiligen Partner, müsste ja größer sein, glücksbringender sein als der erste Orgasmus. Während bei Polygam oder bei kommunenlebenden Bonobos gehe ich mal davon aus, dass der erste Orgasmus mit einem neuen Partner, zum Beispiel ein neues junges Fräulein, das in die Kommune kommt, in die Bonobo-Kommune kommt, wenn da der erste Sex stattfindet sozusagen, dass das ein super Orgasmus ist. Und wenn man jetzt mit diesen, wenn es die gleiche Paarung sich immer wiederholen würde, würde nach dem 10. Mal der Orgasmus nur noch sehr klein werden, weil alles erstmal langweilig wird. Und dann, dadurch wenden sich dann die Bonobo-Männer wieder ab von diesem jungen Fräulein und wenden sich wieder ihren geliebten anderen Frauen in der Gruppe zu. Und so funktioniert dann auch diese liebevolle Gesamtkommune. Niemand kommt zu kurz und so weiter und alle sind glücklich und so weiter, ja. Und scheinbar ist das nicht umkonstruiert, sonst gäbe es doch nicht so viel fremdgehende Frauen und Männer. Ne? Sonst wären die doch alle genetisch monogam und
wären doch alle, und da wird auch oft so gesagt, ja, ach, die Fremdgänger sind ja alle psychisch krank, das ist völliger Quatsch. Ja? Es gibt ja das muss man natürlich auch dazu sagen, diese Art von Neurose, wie sie die Psychoschwindler, die Tiefenschwindler und die, das darf ich sagen, weil ich früher auch mal an die Psychoanalyse geglaubt habe und all diesen Quatsch. Ich war ja nicht immer so schlau wie jetzt. Ich musste ja studieren. Und jetzt eben die Next Scientist for Future.de studieren, um überhaupt halbwegs durchzublicken. Ja? Und also lassen Sie sich also von diesen ganzen Psychoquatsch nichts oder gar Esoquatsch. Also Psychoquatsch und Esoquatsch tun Sie weg. Keine Naturwissenschaft, alles Quatsch. Ja, alles naturwissenschaftlich widerlegbar, alles längst widerlegt. Innerhalb der nextscientistforfuture.de gibt es Leute, die das längst widerlegt haben. Und was nicht bedeutet, dass alles psychologische falsch ist. Da sind ja auch Psychologen dabei. Aber ein Großteil der Psychologie oder ein kleiner Teil der Psychologie besteht ja aus solider Naturwissenschaft und stellt eher eine Psychobiologie dar. Und damit ist es wieder gut. Ne? So, dann gucken wir doch mal weiter, was hier so steht. Ich muss ja immer wieder Bildchen zeigen, sonst erkennt das YouTube nicht, sagte man mir von den Sendern. Gut gerüstet, ja, dann nochmal, das was Horst Lüning will, ist ja letztendlich Vertragsfreiheit, also die Atlas-Initiative. Wissen Sie, was Vertragsfreiheit bedeutet? Ich habe ja eben angedeutet, dass hier sozusagen durch die Zerstörung des Liebesglückes der Kommunen sich die Milliardärskönige, die Vorfahren der Milliardärskönige abgespaltet haben und dann ihr eigenes Ding gemacht haben. Das nennt man ja dann auch Patriarchat. Ja. Und hier haben sich abgespalten, also sozusagen, und dann haben sich hier noch die anderen abgespalten, nämlich die Verbrecher. Unten haben sich, also oben in der Normalverteilung, wo ist sie? Man kann so sagen, oben in der Normalverteilung haben sich die Vorfahren der Milliardärskönige aus den Kommunen abgespalten. Als erstes, weil sie sich nicht mehr geliebt gefühlt haben. Und warum sollen sie als Leistungsträger den ganzen Karren ziehen und den Haupternährungsanteil der Kommunen liefern, wenn sie nicht mehr geliebt werden, ne? Und nicht mehr mit Liebe überschüttet werden. Und dann haben sich hier unten natürlich noch die Verbrecher abgesondert. Ne? Die haben dann auch ihr eigenes Ding gemacht und die haben dann angefangen, also zu rauben, zu morden, zu stehlen, was auch immer und so weiter. Ja? Und was aber Horst Lüning mit der Vertragsfreiheit, was das bedeutet, bedeutet, dass wenn der Betrüger die alte Oma über den Tisch zieht und zur Unterschrift nötigt, dann hat er gewonnen und das kann nicht mehr korrigiert werden. Ja? Also das ist dann, also freie Hand für Verbrecher und Betrüger bedeutet das, ja? Was die Atlas-Initiative damit bewirken würde. Ja, und ZDF heute war also so, gut, wurde gemeldet, wir sind gut gerüstet für den Ausstieg, also für die Lockerung. Also denn es sind so viele Betten frei, das wurden genannt, so zwischen 6.800 und 9.000 wurden als Zahlen genannt, die Betten, die frei sind, ja, und jeder vernünftige Mensch würde ja, bevor er die gesamte deutsche Wirtschaft ruiniert, ja, eigentlich sagen, jetzt gucken wir doch mal, bis wir die Betten so dreiviertel voll haben, ne? diese 6.800 bis 9.000 und dann können wir immer noch rigoros nochmal die Notbremse ziehen und so weiter. Und können erst mal gucken. Denn, wie gesagt, wir wollen es doch wohl jetzt nicht zur Tradition machen, dass wir jeden Winter, wenn der ganz normale Grippevirus kommt, sozusagen wieder einen totalen Shutdown oder Lockdown oder wie das dann heißt, machen und die gesamte Wirtschaft ruinieren. Ne? Da freut sich dann der Rest der Welt, weil dann Deutschland kein Konkurrent mehr ist. Dann ist Deutschland am Ende. Ne? Ja, und dann wird gesprochen von ungefähr 2000 Toten. Ich darf nochmal daran erinnern, wie viel sterben? Wie viel sterben jedes Jahr ungefähr? 900.000 Tote haben wir ganz normal jedes Jahr. Das würde bedeuten, in den letzten 3 Monaten wären jedes Jahr ganz normal, sagen wir mal 250.000, wie ist das? 4 mal
250, na, sagen wir 220, viermal, ja, sagen wir mal 220.000 wären in den letzten 3 Monaten ganz normal in Deutschland gestorben. Geben Sie noch die Winterübersterblichkeit dazu, dann haben Sie vielleicht 300.000 oder zwei, sind wir ganz vorsichtig, 250.000, 260, 270.000. Und jetzt gucken Sie mal, wenn Sie in den letzten 3 Monaten 2.000 Tote haben, wenn Sie jetzt sagen, aha, wie schrecklich, dieses Jahr sind ja statt 270.000 erschreckende 272.000 gestorben. Wahnsinn, da müssen wir den ganzen Staat stilllegen, da müssen wir alles stilllegen, weil da eine minimale Schwankung von 0,000 so und so viel Prozent da geschehen ist und wir nicht diesmal, dieses Jahr nicht 200, in den letzten 3 Monaten nicht 270.000 Tote hatten, sondern sensationelle, erschreckende, horrormäßige 272.000 Tote. Ich glaube, ich hoffe, dass jetzt den vernünftigen Zuhörern dieser Wahnsinn noch einmal richtig deutlich geworden ist. Ja? Da sozusagen auf eine kapitalistische Pharmaindustrie und Medizinindustrie zu hören, von denen wir schon so viele gewinnbringende Irrtümer präsentiert bekommen haben, Schweinegrippe und Co. und so weiter, und die uns mit ihren Irrtümern ohne böse Absicht schon gründlichst abgezockt haben und jedes Jahr wieder abzocken. Ne? Ja, also, schwarze Übergewicht. Ach ja, aus den USA wurde berichtet. Ja, woran sterben jetzt die Schwarzen und die Minderheiten in den USA so überproportional? Woran sterben die? Es wurde verraten in heute. Immerhin hat man da die Wahrheit gesagt. Übergewicht und alle die zugehörigen Zusatzerkrankungen, Vorerkrankungen und so weiter. Und deswegen gibt es da viele Tote. Und warum sterben die alle da? Warum sind die überall alle so übergewichtig? Weil sie den ganzen frei sozial-marktwirtschaftlichen Sondermüll fressen das ganze Jahr über, ja? Weil sie eben dieses, was ich vorhin gesagt habe, diese immunschwächende, abwehrschwächende, krankmachende, Übergewicht erzeugende Giftnahrung fressen, so wie wir. Und weil die in den USA viel mehr fressen. Und da, warum ist es so? Warum sind gerade die Minderheiten so übergewichtig? Ja, also sozusagen, wir haben ja halt eben dieses Naturgesetz sozusagen. Es wurde ja bewiesen, dass etwa 10% der Bevölkerung sich halbwegs gegen die Propaganda der Nahrungsindustrie und der Medizinindustrie wehren können und halbwegs, so wenigstens halbwegs vernünftig mit ihrem Körper umgehen, ja, sozusagen. 10% und 90% sind zu dumm dazu, das zu durchschauen und werden natürlich das Vollopfer. Und wenn man dann als Minderheit vielleicht sowieso unter besonderem Stress ist, ist man besonders esssüchtig und so weiter. Und da man das Ganze nicht durchschaut, sozusagen, wird man dann eben als Minderheit wahrscheinlich besonders schwer von der Ernährungsindustrie gefoltert und von der Medizinindustrie gefoltert mit ihrer Überbehandlungstendenz. Ne? Ja, und das bedeutet eben sozusagen, ja, dass das selbstverständlich ist, dass die Minderheiten jetzt hauptsächlich dran sind in den USA. Ne? Ne? Ja. Dann wurde erwähnt, was ich schon die ganze Zeit denke, seit Wochen fällt doch kaum noch Regen. Das muss doch wieder klimatisch, muss doch die Katastrophe auch für die Landwirtschaft sein. Das muss doch alles vertrocknen und so weiter. Ja, also, und wie gesagt, liebe Greta Thunberg, also ich weiß nicht, ob ihr alle nicht einfach zu linksextremistisch seid und zu verträumt seid, aber bitte, eure einzige Chance, überhaupt was zu erreichen, ist mit den Next Scientists for Future.de. Alles andere könnt ihr vergessen, was ich da so an Vorträgen im Internet höre. Ja, über was war das alles?
ja, nicht Postwachstum, sondern ökologisch-soziale Marktwirtschaft, solche Spinnereien und Fantastereien. Oder was war das andere? Irgendwas mit, es war auch nicht die Gemeinwohlökonomie, es waren irgendwelche solchen linken Spinnereien, Träumereien. Ja, das kann alles nicht funktionieren. Man muss schon, also Horst Lüning hat ja an dem Punkt recht, also sozusagen, also manche basisvolkswirtschaftlichen Dinge muss man befolgen, sonst geht Deutschland schneller kaputt, als wir gucken können. Ja? Und wie gesagt, wenn all das, was in den Vorträgen angesprochen würde, wenn das irgendwie umgesetzt würde, wäre Deutschland und Europa innerhalb kürzester Zeit total kaputt. Ne? Ja, also ich nochmal abschließend, ich glaube, ich bin durch soweit. Nochmal abschließend, also ich hoffe, diese völlig andere Tagesschau und heute sozusagen hat Ihnen ein bisschen gefallen, wenn Sie auch nur halbwegs ahnen, da könnte irgendwas dran sein, dann bleiben Sie dran, denn es ist, und schauen Sie die anderen 400 Videos und so weiter. Ich kann es Ihnen versichern. Es ist leider tatsächlich die Wahrheit, auch wenn es noch so erschreckend ist. So funktioniert nun mal die Welt und das Leben, ja. Und anders ist sie nicht. Und von daher bleiben Sie dran. Und all die anderen hier nochmal, hier diese sogenannten, sagen wir mal, 85% der Gesellschaft, sie werden gar nicht gebraucht, sie werden auch gar nicht gefragt werden, wenn es den Wandel gibt und so weiter. Sie spielen in unserer Welt keine Rolle, weil es erfordert so viel Bildungsanstrengung und so viel Intelligenzquotient, dass sie das, was ich eben angedeutet habe, ja immer nur verkürzend angedeutet habe, das kann Ihr Gehirn gar nicht auffassen. Also vergessen Sie es, gehen Sie zu anderen Videos, wo Sie ein paar Unwahrheiten bekommen, die Ihnen gefallen und so weiter. Das ist nichts für Sie. Also, tschüssi.